Und morgen, Montagmorgen, wieder mal. Viertel vor sieben. Ich bringe den Müll weg. Fahre in die Schule. Gehe in den Keller. Komm nach Hause. Schneide ein Video. Geh schlafen. Das alles seht ihr jetzt. Ein neues Auto. Da wartet heute fahren. Der alte Genosse. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Eine Eilung wäre schön. Mann, Mann, Mann. Aber ah, wird sie da hin in die dunkle Kammer? Die helle Kammer. Ich weiß nicht, wie du willst. Boah. Oh, ein bisschen müde. Was ist das für ein Plakat? Was ist alles hier? Ach, Wolfgang belästigt wieder die Nachbarschaft. Kaffee. Ah, Milchkaffee. Nur ein bisschen Zucker. Ja. 87 bitte. Ja. Danke, danke. Danke. Ciao. Ciao. Schlecht geschlafen. Oh Mann, hast du das gut, ey. Ja, genau, du stehst auf der Fahrbahn. Bis später, Wolfgang. Ja, ja, ja. Hä? Was soll denn das? Frühstück. Auf geht's in den Arbeitskampf. Ja, ich hätte jetzt noch einen Arzt anrufen, fragen, wann ich da kommen kann. Ja, lass dir mal was verschreiben bei dem. Dir mal an, wie die aussieht. Mit der los. Sieht schlecht aus? Ich fand eigentlich nicht, dass ich so schön aus sah heute Morgen. Naja, dann schreiben sie mal alle schön in die Kommentare bitte. Sieht sie schlecht aus oder nicht? Natürlich ist das eine der hübschesten Frauen auf diesem Planeten. Aber sie sieht halt schlecht aus gerade. Geht los, ich bin im Laden, also Kamera lasse ich ganz kurz mal hier vorne stehen, ganz kurz. Ich lasse die Kamera jetzt, Experiment, ich lasse die Kamera so lange laufen, bis der erste Kunde kommt. Mal sehen, wer das ist, wahrscheinlich eine Mietradrückgabe oder sowas. Jetzt ist es 9.12 Uhr, nee. Ich weiß ja nicht, wie spät das ist, genau, die zeigt 12, die zeigt 5. 9.05 Uhr. Mal gucken. Und wenn die 5 Stunden durchläuft, das ist mir so scheißegal jetzt. Also. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. Englisch. Hast du nicht gelesen, Englisch? Nö.
Klara. Nee. Hallo. Thank you for the bikes. My brother left at the plane with the key to the ADA lock. But he will post it to me. I will bring it back in a few days. Thank you. Ja, danke. Ja doch, I can it read it. Ah, Wolfgang, erste Spende der Woche. Spende der Woche, Moment. 2, 4, 6, 8, Mann, nicht schlecht. 10 Cent schon, Wolfgang. Muss doch passen. Wirst du noch arm hier. 12 Cent schon, Wolfgang. Hab mir Harry erzählt. Nur reicht ja auch. Darfst du wieder eine Woche die Straße benutzen? Straßenbenutzgebühr für Wolfgang 12 Cent. Ich bin sowieso ein armer Mensch. Ja, wieso ein Ditte? Aber am Freitag hast du 5 Euro ausgegeben. Ich war ja nicht wofür. Da weißt du nicht wofür oder weißt du wofür? Ich habe reingekauft für Leute, die mir auf Deutsche Dach verarscht haben. Oh, schon wieder. Schon wieder? Naja, was heißt schon wieder? Ja, was heißt schon wieder? Ja, dich verarschen sie ja. Naja, guck mal, guckt alles ein, was sie macht und tut. Und hinter das will. Und dann wird man auf Deutsch gesagt, sie verarscht. Oder auf was schlecht macht und dann ist das hält. Jeder kommt und die haben alle Telefon, Handy und getestet und alle Wichtige können sie mal anrufen und fahren. Ja. Ja, ich weiß, es ist ja klar. Ja, Wolfgang, die haben alle auch noch ein anderes Leben und richtig zu tun. Ja. Du freust dich da auf sowas, das verstehe ich auch. Ja, aber ich meine, die haben den ganzen Tag Programm. Kinder und alles noch. Das soll ja alles, ich habe ja alles, die sollen sie hier auch. Ist ja alles, ich sage ja alles ja nicht darüber. Aber man kann doch höchstens sagen, ich habe keine Lust oder ich will nicht. Wieso? Was heißt keine Lust? Vielleicht haben sie ja Lust und haben einfach keine Zeit. Und vielleicht, wenn die Kinder krank sind, sind die Kinder krank. Was soll er dann mehr absagen? Ich kenne das doch nur zu gut von mir. Ich habe nur einen Tag in der Woche mehr oder weniger frei. Da muss ich aber auch. Ich muss mit den Kindern was machen, unbedingt. Weil die wollen raus, die wollen die wollen rumlaufen, die wollen spazieren gehen. Machst du das. Aber für mich habe ich selber null Zeit. Und wenn ich dennoch eine Verabredung hätte mit irgendjemandem, sagen wir mal mit dir oder was, sage ich, du, das klappt nicht, muss ich dir auch absagen. Mehr kann man noch nicht machen. Aber dann darfst du nicht sauer sein. Du bist sauer. Das ist ja wuchs, klar. Wenn ich 10 Minuten vorher abzahle, kann man einen Tag vorher, wenn ich bräuchte. Ich meine, darum nicht. Ja, wenn sie krank sind, kannst du nicht einen Tag vorher abzahlen. Kannst du nicht in die Zukunft gucken. Das musst du entschuldigen bei dem zum Beispiel. Was die anderen mit dir machen, okay, weiß ich nicht. Aber ist ja alles klar. Ich meine, gut. Aber ich meine, er wusste nicht vorher, dass er sagt, deine Kinder sind krank, sind am Feuer schon. Heute Morgen sind sie alle zur Schule, da waren sie viel zu dir, ja. Aber zur Schule müssen sie ja auch. Morgen sehen, wa? Morgen wird es zur Schule kommen. Übermorgen. Mittwoch. Mittwoch ist Zeugnisausgabe. Also zumindest bei unserer Schule da. Naja, ich habe gehört, dass morgen letzter Schultag ist. Der richtige offizielle Schultag. Ja, und danach ist ja nur noch eine Stunde Zeugnisausgabe. Du bist doch faul heute. Warum du bist der Ene? Ist doch faul und rum, die Ecken stehen an der Hand. Du machst ja hier eine Beleidigung nach der anderen heute raus. Ich mach ja wohl Spaß. Ja, weiß ich doch. Gab's auch mal im Prenzlauer Berg und da mit alten Fahrrädern, aber das ist 15 Jahre. Moin, liebe Leute. Also, erste Reparatur des Tages. Und wenn ihr das Ganze im Livestream in Zukunft sehen wollt, dann müsst ihr auf Bikestream Berlin gehen. Das ist nämlich der Zweitkanal. Dort findet ihr immer den Livestream des Tages. Und
eventuell auch ein paar aufgezeichnete. Und dann schauen wir mal, wer da die Treppe runterkommt. Hallo? Sag mal, kann ich ein bisschen aufpumpen bei euch? Weiß ich nicht, kannst du das? Das Ding hinter der Tür. Genau. Ach, super. Darfst du nutzen. Kein Problem. Danke. Ja, bitte, bitte. Schaffst du, wa? Nee. Wie, was heißt denn nee? Na, was soll das denn? Es ist Montagmorgen. Wenn es jetzt schon nicht klappt. Ja, wenn du Hilfe brauchst, schrei es dir bitte, ja? Ja, okay. Okay. Ja, ja. Genau. Ja, schaut einfach mal auf Livestream, Bikestream Berlin und dann habt ihr das. War ich schon irgendwo stehen geblieben hier? Platter Reifen. Hollandrad. 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 Gazelle. Gazelle. Vorderrad. Trommelbremse. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das gleiche Rad hier. Und es ist immer der vordere Reifen, der kaputt ist, sagt er. Und das geht natürlich nicht. Und jetzt möchte er genau diesen Schlauch auch einmal mitnehmen und schauen, woran es liegt. Wir schauen mal, ob wir von außen schon sehen, woran er liegt. Meine Hände sind noch sauber, ich traue mich gar nicht, sie zu... Also. Hier ist ein Cut. Und da steckt ein Glas drin. Das hören wir mal raus, das ist so klein. Das ist Marathon Plus, ne? Aber auch irgendwann, dürft ihr nicht vergessen, arbeitet sich so auch durch einen Marathon Plus durch. Da. Grünes Glas war es. Das beschwöre ich. Das wart. Einmal rum. Das stresst nämlich sonst zu sehr. Wenn ich hier wenig schreibe. Wie gesagt, ich sag's nochmal, falls es keiner mitbekommen hat, Vollgummireifen gibt es für das Fahrrad. Mittlerweile. Wobei eben mittlerweile auch erst. Und für euch, die den Vlog schauen, nicht wundern, dass ich ab und zu mal irgendwie irgendwas aus dem Zusammenhang quatsche. Das ist dann einfach, weil der Chat nebenbei läuft. Ja. Also wirklich jetzt noch verrückter als vorher schon. Fertig ist der Holländer. Tada! Ach nee, tada! Oh. Was denn los, Materie? Ja, jetzt da. Alt frisch, ja. Ich hab vielleicht was für dich. Tocke, Pocke. Robur. Hallo, Betriebsanleitung. Warte mal. Ich warte. Dann gucken wir mal ganz kurz. Kann auch gebraucht sein. Ja, na, wahrscheinlich. Wenn es nur eins ist, dann ist es meist gebraucht. Dann ist es gut. Weil dann gucken wir mal draußen in die Kiste rein, was ich noch da so zu liegen habe. Ja. In der Schatzkammer. Oh, das. 3 Euro. Das auch 3 Euro. Aber da muss ja nochmal. Die Preise sind angestiegen. Ach Quatsch, 3 Euro. Na, weniger als 3 Euro kann das fast nicht sein. Im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe es nicht klein. Das ist schlecht. 2,25 Euro habe ich noch. Ja, dann hebt mir 2,25 Euro. Hebt mir 2,25 Euro nur. Vielen Dank. Ja, bitte. Ciao. Ciao, ciao. Wenn die Decke liegt da drüben, die entsorgt dann immer, dann geht das. Aber die Polacken, die sind auch, weil die besaugen sich mal. Also da haben sie versucht, mich zu beklauen, war mit dem Messer. Oh, nee. Da haben sie schon das Messer so drunter gehabt. Und da hat eine Händlerin von gegenüber gerufen, so, ey, Carsten, hier, das. Und wie ein Messer wird drunter? Ja, so reingesteckt, war, wollte abhauen damit. Ach so, okay. Und dann dreht er sich zu ihr hin und macht so. Was, echt? Ja. Du bescheuert, oder? Du bist ja bescheuert. Ich meinte, ich leg das Messer wieder hin, du Idiot. Dann hat er das Messer wieder hingelegt. Dann ist er gegangen, haben aber hat er zweimal, dreimal probiert, der Idiot. Da kannst du ihn machen. Stock besoffen, ey. Das war einfach wegschubsen, Mann. Das war wirklich eklig. Krass, dann kannst du mir das so nicht heben hier. Das ist doch deine Quittung.
Ich hatte so einen Stuhl dabei und dann setzte sich auf den Stuhl und dachte ich schon, nee, bitte nicht. Setz dich nicht auf meinen Stuhl, wa? Das ist auch nur ein Stoffbezug, und das kann man nicht abwaschen. Und dann sitzt er da drauf und der suppt doch nie aus, ey. Ja, natürlich, das ist doch alle Suppe bei ihm gesehen. Mann, ich ganz glücklich mit dieser, da hat er so eine dunkle Perücke, wa? Und ja. Du kennst doch aus Werner, aus dem Comic, wie die immer aussehen, die durch den da vom Bau. Ja. Und so eine Perücke hat er fast in schwarz. Und dann kommt er zu mir und meint so, ey, kannst du mal hier hinten gucken bei mir? So, meint er, der Ausschlag, oder was? Zeigt er mir seinen Nacken und will, dass ich hinten gucke, was da ist. Oh, ich, Carsten, Alter, das ist eine Offerte. Ich habe gesagt, ich guck nicht bei dir. Vor allem nicht von hinten. Das war zu weit. Wa? Meinte ich so, ey, geh mal zum Arzt, wenn du passt. Das war mit so einem Titel. Ja, aber er hat mir seinen Nacken so gezeigt, weißt du, voll verwickelt in die Ketten. Alter Schwede, ey, die haben überhaupt keine Erinnerung mehr. Ja, es, ja. Was kostet? 40 muss ich haben. Nehm ich. Hab gerade die Nachbarin eingesammelt hier, alte Frau von nebenan. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich jetzt wieder da bin. Die lief nämlich ganz verwirrt hier auf der Straße rum und dann an ihrer Haustür vorbei. Gott sei Dank weiß ich ja, wo die wohnen hier alle, die meisten zumindest. Ja, ich sie nach oben gebracht. Zwei Etagen sind für alte Menschen ganz schön anstrengend. Oh Gott, wenn ich jetzt sehe, oh Mann, die hat überhaupt nicht gewusst. Irgendwann fiel ihr ein, ach ja, stimmt, hier. Das ist schon schwierig, also alt zu werden. Uiuiui. Wir haben sie ja schon öfter gesucht, schon öfter durch Berlin gelaufen. Ja, alles klar, machen wir. Bis dann, ciao, ciao. Was hat meine Frau? Und Schuss. Verschleppt auf jeden Fall. Ja, klar, verschleppt. Hi. Den hab's aber nicht, weil er war hier und wurde nochmal oben so mal hier. War doch nicht da. Schon eine länger. Ich bin jetzt die Woche krank gestorben. Toll, gut, super. Vielleicht schaffst du es mir einen Zettel zu malen. Ja. Vergessen. Den Zettel? Vielleicht schaffst du es mir einen Zettel zu malen. Bring ich dir raus, wenn ich losgehe. Jetzt fange ich an. Vielleicht mir einen. Aber so einen schönen Zettel, was mit Puppe an der Nase. Was mit Puppe jetzt unter der Nase geht. Jetzt hast du ihn auf die Lippe. Mach mal deinen Dreck da vom Auge weg. Hier hat es sie irgendwie. So? Ist am Auge dort. Hä? Ist hier am Auge. Du guck genau am Auge. Hä? Okay. Das hat die überhaupt nicht hingekriegt. Wisst ihr, diese Bilder mal ohne Augen, die wissen ja nicht, was Augen sind. Augen. Blut unterlaufen. Ohne Augen. Blut unterlaufen, aber ohne Augen. Blut ausgelaufen. Und sie hat nur das Wunde. Ja. Die Augenhöhle. Ja. Du musst dir sagen, eine Augenhöhle. Und der muss auch nicht. Doch schon alt hier. So, Spannung rausgenommen und dann ist gut. Weil ich das noch nie hatte, mache ich jetzt ein Video davon. Also, hier. Er kriegt den nicht ab. Keine Chance. Was macht man dann? Also, eine clevere Idee mit dem Schnellspanner.
Reicht aber wahrscheinlich nicht. Doch, so echt. Wer hätte das gedacht? Und in welche Richtung wird das jetzt gedreht? Auf. Nach da? In die. Uiuiui. Darf ich einfach vorbeischieben? Einfach. Ohne Ruck. Mein Finger noch. Ja, ich muss ja aufpassen, dass ich irgendwo liegen falle. Hast du Kuchen mitgebracht oder was? Ich weiß nicht, was da vorne steht. Nee. Scheiße, das war ein Werkzeug, war? Ja. Oder war vielleicht doch der Ring? Doch. Aber ist jetzt das lose oder was? Ja, lose. Gute Sache. Gott sei Dank, ey. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Lose. Ja. Na, siehst du, so geht das nicht mehr. Also, so macht man nicht. Ist mir egal, ich weiß nicht. Belastet mich sonst, wenn ich das weiß. Alle sagen immer hier, merkt ihr mal das? Nö, mach ich nicht. Ich merke mir ja nichts. Scheiß merke ich mir. Nur mit mir selber zu tun, wa? Stimmt's? Oder hab ich ja, recht? Ja, Tommy. Ja, wunderbar. Ich wollte ja mal zeigen, dass wir hier das Rad checken vom. Hat einer gebracht, der will das gerne hier verkaufen lassen. Ein langjähriger Kunde von mir. Eigentlich. Und da habe ich gesagt, so kann ich das nicht verkaufen. Ich muss das checken gern komplett. Jetzt müssen wir noch ein paar Teile erneuern. Trotzdem gerne wissen, es kommt gerade vom Fahrradladen, was da immer. Mann, der tut so, er simuliert die ganze Zeit da rum am Fenster, macht da hin auf Pantomime. Das ist doch furchtbar. Nun kann ich schon mich mit ihm kommunizieren, ja, und nicht mal das will er verstehen, er ist auch ein. Ja, so wie er gerade braucht, wa? Mich jetzt extra umgesetzt. So, was gibt's denn heute? Präsentiere doch mal. Handschuhe. Nicht schlecht, die Bär. Die nehme ich. Ah, die App ist ja. Guck mal, hätte ich gewusst, dass der Torsten da ist, dann hätte ich doch noch mehr mitgebracht. Ja, doch, siehst du doch mal. Oh! Abbiedekrapfen! Das ist Zucker auf jeden Fall, wa? Ist gut, nimm mal. In welcher Reihenfolge noch eigentlich? Ein Video von da. Meine Mann, ey. Ich darf so gerne noch den Kameruner haben. Ja. Das ist mir zu viel Zucker. Alter, Schalter. Also ein Stück Konfekt ist ja nicht schlecht, wa? Nicht gerne. Ist ja wie Konfekt. Der Kuchen ist wie Konfekt. Ding, das hast du da auch hier schon, das ist doch gut. Was denn? Das Stück Kuchen hast du neu geschafft, wa? Ja, aber jetzt reicht's. Wie, jetzt reicht's? Ja, also mir reicht's. Nehm ich. Dafür lasse ich das Stück Kuchen rüber. Na Mensch, da hast du wenigstens noch ein bisschen Eiweiß drin gehabt. Dann lieber den Stock. Ja. So, Technobike zur Reparatur. Entferne die Kettenradschrauben. Hier ist alles kaputt an dem Rad eigentlich. Ja, Kettenradschrauben. Ich bin ja bescheuert, ey. Kacksmuttern. Kettenblattschrauben. Für ein Blödsinn, ey. DSC?
Kleine Street. Komm, Competition? Ne, was DSC? Ja, aber ich kann das auch nicht. Alle Tier, was ist denn da noch? Aflamuzu, Öl ist eine mechanische. Also hast du das gelesen jetzt oder nicht? Gehört? Öl natürlich von der Kette. Kettenschmierung. Na, hat denn die irgendwann mal funktioniert? Ich glaube, er redet nicht mehr mit uns. Also. Ich glaube, jetzt vorbei. Jetzt ist Schnauzi Fulli, sagt man ja so schön, oder? Beim Mountainbike-Jogging. Ach, sagt man das? Ich hab keine Ahnung, ich habe mir gerade ausgedacht. Aber ach, Schnauze Fulli, jetzt da. Schnauze Fulli. Und dann ist es weg. Ja, bitte. Das kannst du. Fest zu ziehen. Ja. Also die labert so. Die labert so? Ja. Die bremst nicht. Ja, guck ich mir gleich an. Und wenn man jetzt den Hebel mit Klebeband am Lenker befestigt, dann wird das Problem dann auch vor. Nein, nee, ist ein neues Fahrrad. Wie ist ein neues Fahrrad? Kommt aus dem Internet. Ja. Nein. Was wollt ihr denn mit euren Interneträdern? Naja, ich habe. Ihr wisst schon, dass das eine virtuelle Realität ist. Ich war jetzt mal in den Läden und die hatten meine Randgröße nicht da und das